Nochmal ein ganz anderes Thema. Ich habe ja so ein bisschen die letzten Vorträge mitbekommen und ich werde es jetzt nicht mit Bildern von Gehirnschnitten und Ähnlichem unterhalten, weil ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ich werde Ihnen zu dem Thema, was kann die Ernährung denn dort vielleicht ausrichten, im positiven wie im ungünstigen Falle, ein bisschen die Lage zusammenfassen. Brain Food ist natürlich so ein sehr populärer Begriff. Wer hat denn heute schon Brain Food konsumiert? Alle. Was war das bei Ihnen? Was haben Sie gegessen? Blauen Hemd. Was war das heute? Nochmal? Okay, Walnuts. Okay. Wer hat andere Brain Foods gegessen? Brötchen? Früchte. Ja, sehr gut. Wunderbar. Und was gibt's noch? Leinsamen. Also eine Riesenpalette. Und ich habe mal so ein bisschen, wie man das so macht vor Vorträgen, mal geguckt, was findet man so im Netz. Und da findet man natürlich allerlei. Es gibt hier sogar ein Brainfood-Kochbuch, hier mit der AOK herausgegeben. Hier sind jetzt 6 Nahrungsmittel, die du dir als Brainfood merken solltest. Hafernüsse, Fisch, Dinkel, Soja, Äpfel, jeweils mit den Begründungen. Wenn man weiter guckt, ja, kommt natürlich immer wieder die Walnuss, die sieht ja schon aus wie ein Gehirn, ne? Das muss ja gut sein. Und die Frage, ja, kann man damit schneller denken? Es gibt Bücher dazu, Power Foods for the Brain. Hier sind es dann 23 richtig schlaue Lebensmittel für dein Hirn. Und natürlich braucht man für ein Superbrain auch Superfoods. Also einiges auf dem Markt inzwischen, natürlich auch auf dem Markt, ne, sobald es irgendwelche Erkenntnisse gibt, oh, das könnte gut sein. Für gibt es natürlich da auch Präparate, hier eine ganz kleine Auswahl, ne, hier steht auch überall Brain Food drauf, hier Brain Elevate, hier ist sogar Life Extension angesagt, noch besser, und man sollte da recht früh anfangen, hier ist es dann schon für die Kids Brains. Andere halten da vielleicht nicht so viel von oder haben eine ganz andere Lösung und das zeige ich mal hier. Manche kennen ihn vielleicht, ne? Immer wieder lustig, ja, lustig irgendwie. Lebensmittelchemiker Udo Pollmer, der immer wieder als Ernährungsexperte in den Medien auftritt, weniger, aber immer dennoch. Naja, und da kommen eben solche Botschaften. Gut, wir wollen mal schauen, was ist denn tatsächlich Sache bei dem Thema. Und als Ernährungswissenschaftler interessiere ich mich natürlich für die Nährstoffe selbst oder auch Inhaltsstoffe von Lebensmitteln, aber vor allem auch für Ernährungsmuster. Und das, was relativ, und das ist im Zusammenhang relativ gut untersucht ist, dennoch gibt es da nur wenige Studien, aber im Zusammenhang relativ gut untersucht ist, ist die sogenannte mediterrane Ernährung. Vielen von Ihnen wahrscheinlich ein Begriff. Mediterrane Ernährung ist einmal gekennzeichnet, auch wenn das Olivenöl jetzt ganz oben steht, ist ein wichtiger Bestandteil, aber vor allem sind es eben pflanzliche Lebensmittel, viel Gemüse, Obst, es sind die Legumes, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Vollkorngetreide, dann ist der Fisch natürlich dabei bei der mediterranen und meistens dann auch der Rotwein, ne, das wird dann auch immer mit einbezogen. Und auf der anderen Seite unten rot, das, was weniger gegessen wird, das sind eben verarbeitete Lebensmittel, rotes Fleisch, Milchprodukte oder auch die Energie. Ja, würde ich jetzt vielleicht nicht immer zustimmen, dass der Energiezufuhr gering ist, weil wenn ich da ordentlich Olivenöl in der Kost habe, muss das nicht unbedingt weniger Energie unterm Strich ausmachen. So. Also das in groben Zügen und da habe ich natürlich jetzt wieder Inhaltsstoffe drin. Das sind zum Beispiel die mehrfach ungesättigten, beziehungsweise die einfach ungesättigten Fettsäuren, die MUFAs, Monounsaturated Fatty Acids, also das ist die Ölsäure im Olivenöl. Dann habe ich Polyphenole, verschiedene Vitamine, die Omega-3-Fettsäuren, ich habe Mineralstoffe, Aminosäuren drin. Und Sie sehen so ein bisschen an den Pfeilen, was ist wo drin und rechts sehen wir dann, in der Skizze, wo wirkt das denn vielleicht tatsächlich auf die Gehirngesundheit in irgendeiner Form? Und das ist eine ganze Palette an biochemischen Stoffwechselwegen. Das könnte sein bei den Antioxidantien, dass ich natürlich den oxidative Schäden verringere, bei den Omega-3-Fettsäuren, dass ich die Membranfluidität dann auch in den Nervenzellen verbessere.
dass, was haben wir noch, die B-Vitamine, ne, die dann zum Beispiel für die Methylierung zuständig sind, C1-Gruppentransfer und so weiter und so fort. Also wir können das nicht erschöpfend behandeln. Ich habe mal geguckt, was so die, ich sag mal, die Key Nutrients sind, um die es hier vor allem auch in der Forschung geht. Und das sind im Prinzip die drei Bereiche. Wir haben die Antioxidantien, wir haben die Omega-3-Fettsäuren und wir haben die Vitamine B6, B12 und Folat im Zusammenhang vor allem mit dem Homozystein. Und die drei will ich so ein bisschen heute skizzieren, diese drei Bereiche. Fangen wir an mit, beziehungsweise nochmal einer anderen Frage, wie ist es denn bei schon Erkrankten, in diesem Fall an Alzheimer-Erkrankten, wie sind die Blutspiegel dieser Key-Nutrients bei den Patienten? Und in der Arbeit hat man gesehen, oder in der Übersichtsarbeit, dass bei allen genannten Nährstoffen, oder in dem Fall sind es nur Vitamine, wir niedrigere Blutspiegel messen können. Ne, niedriger Plasmaspiegel, vor allem Vitamin C, 33% niedriger als Nicht-Erkrankte. Bei Folat haben wir niedrige Werte, Vitamin B12 und so weiter. Teilweise auch bei EPA, DHA, also die langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, da ist irgendwas. Die Frage ist natürlich immer, was war zuerst da? Ist das eine Folge oder ist das die Ursache? Und das ist oft gar nicht so klar, aber dass sie dort eine Rolle spielen, diese Nährstoffe, das ist relativ klar. Wir gucken mal zu den Antioxidantien. Viele pflanzliche Lebensmittel liefern verschiedene Antioxidantien. Das sind neben den Vitaminen C, E und Beta-Carotin als Pro-Vitamin A sind es eben die sekundären Pflanzenstoffe, Polyphenole, Flavonoide, Lycopen und so weiter. Dann haben wir noch Selen, Zink als nicht-enzymatische Bestandteile, die aber auch antioxidativ wirken können. Grundaufgabe ist immer, die freien Radikale, die eben durch oxidativen Stress entstehen, zu entgiften. Und hier nochmal in der Übersicht, wo greifen die sozusagen an, die freien Radikale? Die greifen vor allem eben Zellstrukturen an und Bestandteile von Zellen oder Membranen, Proteine, die Lipide, ne, im Gehirn natürlich besonders wichtig. Ich habe Phospholipide, andere, viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren im Gehirn. Und diese Doppelbindungen, die sie haben, die sind eben anfällig für chemische Angriffe, eben durch freie Radikale beispielsweise. So, und das soll eben verhindert werden, prevent, oder wenn schon Schäden da sind, repariert werden durch eben Antioxidantien. Links die nicht-enzymatischen, rechts enzymatische. Hier ist dann Selen beispielsweise dabei als Bestandteil der Glutathionperoxidase, die dann auch wiederum antioxidativ wirkt. Und Studien zeigen tatsächlich, wer eine höhere Zufuhr oder bessere Versorgung hat mit Vitamin C, Vitamin E, mit Beta-Carotin oder Carotinoiden, hat meist ein verringertes Risiko für Demenz oder auch Alzheimer-Erkrankungen. Ein Beispiel hier, die Rotterdam-Studie. Dort hat man etwas über 5000 Teilnehmer drin, mindestens 55 Jahre alt. Und dort hat sich gezeigt, eine höhere Zufuhr von Vitamin E, T3 versus T1 heißt das obere Tertil, also das obere Drittel der Zufuhr gegen das unterste Drittel der Zufuhr verglichen. Viele Adjustierungen, BMI, Alter, Geschlecht, soziodemografische Merkmale und so weiter, Rauchen, körperliche Aktivität. Wenn ich das alles rausrechne, dann ergab sich hier 25% verringertes Demenzrisiko bei einer höheren Vitamin E-Zufuhr. Nichts haben sie dort gefunden bei Vitamin C, Beta-Carotin, bei Flavonoiden. Eine andere Übersichtsarbeit hat sich angeschaut, welche Gemüse- und Obstarten könnten denn da vor allem eine Rolle spielen. Das sind jetzt so um die 25 Studien, die ausgewertet wurden. Und ich zeige mal, wie man das liest. Also es heißt, wenn man Lauch nimmt, in einer Studie, also es wurden insgesamt eine Studie, gibt es, die den Effekt von Lauchkonsum auf kognitive Funktion untersucht hat. Und diese eine Studie hat ergeben, dass es einen signifikanten Vorteil hat, wenn mehr Lauch gegessen wird als weniger. Ne? Das heißt 1-0. Bei Kohl und Spinat, die stehen zusammen, weil sie eben gemeinsam untersucht wurden.
was schon mal ein bisschen schwierig ist. Die haben miteinander ja gar nicht so viel zu tun, auch botanisch. Eine Studie, die signifikanten positiven Effekt gefunden hat und eine, die keinen Effekt gefunden hat. Ne? So würde man das weiterlesen. Aber wenn Sie mal so im Überblick gucken, sehen Sie fast immer, dass eher auf der linken Seite, also bei einer signifikanten Beobachtung, die Zahl steht. Bei Hülsenfrüchten gab es beispielsweise nichts, bei den Zwiebeln gab es nichts, aber bei fast allen anderen haben die Forscher was gefunden. Manche haben dann auch nur Gemüse insgesamt angeguckt und nicht getrennt nach einzelnen Gemüsearten. Und auch da hat die Mehrheit der Studien eben signifikante Risikoreduktion gefunden. Das Ganze mit Obst müssen wir auch nicht im Detail durchgehen, aber auch da sehen Sie, bei den meisten steht eben die 1 oder 2 links. Und Obstgesamt allerdings, ne, da hat die Mehrheit der Studien eben keinen Zusammenhang gefunden. Bei Einzelnen dann wiederum doch, bei den Heidelbeeren zum Beispiel und Obst und Gemüse gesamt. Auch da war es in dieser Übersicht nicht so eindeutig, denn auch ein Teil der Studien hat eben keinen signifikanten Zusammenhang gefunden. Doch insgesamt, alle Studien eingeschlossen, diese 25, 80% haben eine positive Beeinflussung gefunden von kognitiver Funktion durch erhöhten Konsum von Gemüse und Obst. Das ist jetzt schon 2014, das ist eine neue Meta-Analyse von 2017. Auch hier kam raus, eine höhere Zufuhr oder die höchste Zufuhr von Gemüse und Obst verglichen mit der niedrigsten war mit ungefähr einem Viertel verringerten Demenzrisiko für kognitive Beeinträchtigung verbunden. Also so in diesem Bereich bewegen wir uns. Und da komme ich später nochmal drauf zurück, auf das Gemüse und Obst. Jetzt gucken wir mal, zweiter Bereich, die Fettsäuren. Und wir wissen auch da wieder aus beispielsweise Obduktionen von Alzheimer-Patienten, dass die im Gehirn niedrigere EPA- und DHA-Konzentrationen haben, dass die Blutwerte, die Blutspiegel auch niedriger sind. Das sieht man regelmäßig. Eventuell umgekehrt sogar ein erhöhtes Demenzrisiko, wenn mehr gesättigte Fettsäuren gegessen oder aufgenommen werden oder auch mehr Transfettsäuren, eventuell deswegen, weil das nicht in allen Studien gleich oder eindeutig ist und eventuell ein verringertes Demenzrisiko, wenn der Status an MUFAs, also einfach ungesättigten Fettsäuren, an PUFAs, also Polyunsaturated Fatty Acids, das sind dann die Alpha-Linolensäure, wieder EPA und DHA, also es einen besseren Status gibt. Und die haben vielfältige Funktionen, hier ist nur mal so ganz grob skizziert, wo die vor allem angreifen können. Also DHA ist zum einen ja Bestandteil der Nervenzellen als wichtiger integraler Bestandteil, hohe Konzentration im Gehirn, aber DHA kann dann auch die Entzündungsaktivität in den Nervenzellen verringern, kann die Amyloid-Plaquebildung verringern und verbessert auch die Fließeigenschaften des Blutes, wobei das ist eher EPA als DHA. Und das ist wiederum ja ein Punkt, der dann, wenn wir Richtung vaskuläre Demenz gucken, ein Faktor ist. Also das sind so die, kurz gefasst, die Wirkungen. Und wo ist das drin? Und da kommt ja meistens als erstes, ja, ist natürlich im Fisch. Das sind ja die guten Fischöle, deswegen wird das ja auch fleißig verschrieben und verabreicht. Aber manche Menschen essen ja dann lieber doch Fisch. Und hier in dieser Übersicht sind jetzt 9 Studien ausgewertet. Und dort hat man gesehen, dass tatsächlich ein hoher Fischkonsum im Vergleich zum niedrigen das Alzheimer-Risiko um 20% gesenkt hat. Allerdings keinen Effekt hatte der Fischkonsum bei Demenz aller Formen und auch nicht bei mild cognitive impairment, also leichte Beeinträchtigungen. Dort hat man auch keinen Effekt gefunden, also in diesem Fall nur bei Alzheimer. Und auch einzeln betrachtet die Omega-3-Fettsäuren, die einzelnen Fettsäuren, keinen Zusammenhang. Also Sie sehen, die Verwirrung steigt. Es ist vieles einfach unklar weiterhin. Dann noch neuere Meta-Analysen, wenn man die zusammenfasst, nochmal zum Fischkonsum. Man findet da schon relativ konsistent bei Alzheimer. Höherer Fischkonsum senkt das Risiko für Alzheimer teilweise bis 36%. Aber Demenz insgesamt, da findet man oft keinen Zusammenhang. Guckt man in die Fettsäuren selber rein, die Omega-3-Fettsäuren, die ist ja übrigens, was
viele hier vermutlich wissen, aber viele da draußen, wie man so schön sagt, vielleicht nicht. Das muss ja nicht aus Fisch kommen. Es gibt ja eben auch Mikroalgen, die diese Fettsäuren produzieren, EPA und DHA. Und es gibt dann entsprechende Präparate. Es gibt ja auch ein Leinöl oder andere Öle, die mit Algen, EPA und DHA angereichert sind. Also es gibt da auch pflanzliche Alternativen. Man müsste also gar nicht den Umweg über den Fisch nehmen, ne? Was ökologisch sicher auch noch sinnvoll wäre und ethisch sowieso. Höhere Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren, auch hier nur teilweise eine Risikosenkung für Demenz inklusive Alzheimer und mild cognitive impairment, in manchen Studien aber wieder kein Effekt. Dann kommen wir zum dritten Bereich, das sind die 3B-Vitamine, Folat, Vitamin B6 und Vitamin B12, die spielen vor allem eine Rolle hier bei dem Thema Homozystein. Hier haben wir quasi den Methionin-Stoffwechsel skizziert. An der Stelle hier, wo das Homozystein, also es entsteht aus Homozystein, aus Methionin, das Homozystein wird dann wieder zurückverwandelt in das Methionin, also die essentielle Aminosäure. Und an der Stelle kommen Folsäure und Vitamin B12 zusammen. Also die brauche ich beide an der Stelle, um eben das zu regenerieren. Gleichzeitig, um auch wieder aktive Folsäure herzustellen, das Tetrahydrofolat. Und wenn es hier eben hakt an der Stelle, ein Mangel dieser Vitamine vorliegt, dann häuft sich Homozystein an. Und das ist ein Risikofaktor für Demenz, ne? Erhöhte Homozysteinspiegel. Und aus Studien weiß man, wenn ich das kombiniert gebe, Folat, Vitamin B6, Vitamin B12, dann senkt das den Homozysteinspiegel und verbessert die kognitive Funktion. Und heute gilt Homozystein als kausaler Risikofaktor für Demenzerkrankungen, also nicht nur so als Nebenprodukt, sondern man ist sich schon relativ sicher, dass das wirklich einen kausalen Zusammenhang ergibt auf, also hier Hyperhomozysteinämie auf Demenz, viele andere Einflussfaktoren, auch das Alter beeinflusst den Homozysteinspiegel, er steigt mit dem Alter an, aber vor allem hier der Vitaminmangel, der da vorkommt, der dann wiederum mit der Ernährung zu tun hat. Und Hyperhomozysteinämie definiert als einen Plasmawert von über 12 Mikromol pro Liter. Das haben bei den unter 60-Jährigen in Deutschland etwa 20% und bei den Älteren über 80 sind das schon etwa 80% oder bis 80% der Menschen, die hier einen erhöhten Homozysteinspiegel haben. Ab 14 Mikromol pro Liter geht man von einem verdoppelten Alzheimer-Risiko aus. Und die häufigste Ursache ist der Folatmangel. Wo kommt Folat vor? Wer weiß das? In? Bohnen zum Beispiel, ja. In? Mangos, okay, ist ja schon ganz speziell. Woher kommt der Begriff? Wer weiß das? Haben ja ganz viele Latein gehabt hier. Genau, Folium, das Blatt. Ne? Und daher auch der Begriff Folsäure. Und man hat die Folsäure erstmals in grünen Blättern, nämlich in Spinat, entdeckt, analysiert, extrahiert und dann auch diesen Begriff verwendet. Aber neben dem grünen Blattgemüse ist es auch Vollkornprodukte, die eben Folat liefern. Und damit sind ja auch in der Allgemeinbevölkerung viele schon nicht so optimal versorgt. Folat ist ein Problem in der Bevölkerung in Deutschland. Und bei den Älteren kommt das natürlich noch mehr zum Tragen, ne? Wo ich eben auch dann das Demenzrisiko aufgrund auch einer eben nicht gesundheitsfördernden Ernährung noch ansteigt. Und ein großes Thema ist dabei eben Folat. Außerdem Vitamin B12, auch da habe ich oftmals Probleme bei Älteren, aber es ist vor allem hier das Thema Folat. Und das Homozystein hat eben verschiedene Effekte, die sich negativ auf die Gehirngesundheit auswirken können. Es kann eben die Hirngefäße direkt schädigen, beeinflusst oder verringert die Neurotransmittersynthese, neurotoxische Effekte inklusive DNA-Schädigung, oxidativer Stress, der wiederum dann auch in allen drei Bereichen wirksam sein kann. Und insofern ist das ein Faktor, den man immer stärker im Blick hat, gerade in Bezug auf die kognitiven Funktionen. So, jetzt haben wir uns so diese drei Aspekte angeguckt. Nochmal eine Meta-Analyse aus 43 prospektiven Kohortenstudien und hier zusammengefasst, welche Risikoreduktion sehen wir denn in Bezug auf Demenz bei diesen verschiedenen Bereichen?
Und wenn Sie, lassen sich von den Balken vielleicht nicht ganz täuschen, hier bei den Flavonoiden, das dritte, der ist zwar recht groß, der Balken, ne, weil es auf 0,97 geht, aber wenn Sie das Konfidenzintervall anschauen, es geht eben deutlich über die 1, das heißt, das ist eben kein signifikanter Effekt. Und signifikante Effekte habe ich auch nicht bei Vitamin C, ich habe sie bei Vitamin E, ich habe sie bei den drei Vitaminen, die wir eben genannt haben, bei den ungesättigten Fettsäuren und ich habe sie vor allem bei der mediterranen Ernährung. Und da gucken wir uns noch sozusagen die neuesten Erkenntnisse an. Auch hier wieder eine Meta-Analyse. Es wird dann immer so ein Score vergeben, ne? Wer befolgt diese mediterrane Ernährung eben intensiv in der Studie und wer macht das eben nicht so sehr intensiv. Damit Sie mal wissen, wie so ein Score erstellt wird, habe ich es mal hier ein bisschen aufgeschlüsselt. Man kann in diesem Score maximal 9 Punkte bekommen und jeweils einen Punkt kriegt man, wenn man aus diesen günstigen Lebensmitteln, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Getreide, Fisch, über dem Durchschnittsverzehr liegt, ne, der Gruppe. Wenn ich da drüber liege, bekomme ich jeweils einen Punkt. Wenn ich unter dem Durchschnitt liege, bekomme ich auch einen Punkt, nämlich bei den eher unerwünschten Lebensmitteln, Fleisch und Milchprodukte. Wenn ich viel einfach ungesättigte Fettsäuren drin habe, kriege ich einen Punkt. Und wenn ich einen moderaten Alkoholkonsum habe, bekomme ich auch einen Punkt. Wichtig ist, hier steht größer 0. Also hier gibt es auch Minuspunkte sozusagen, wenn ich keinen Alkohol trinke. Ne? Kommt auch vor. Aber ich glaube, die wichtige Grenze ist nach oben. Ne? Irgendwann wird es dann zu viel. Wo ist denn 30 Gramm Alkohol? Haben Sie so eine Idee? Wie viel ist da so in Getränk umgerechnet? Wie viel hat denn so ein Viertel Liter Wein ungefähr? So eine Idee? Wie viel Alkohol ist da drin? Können jetzt alle rechnen natürlich, ne? Aber nee, müsst ihr nicht. Also das sind so, wenn ich 11% Volumenprozent im Wein habe, dann komme ich beim Viertel Liter ungefähr auf 22 Gramm. Ne? Also dann liege ich noch so ein bisschen, liege ich in dem Bereich. Beim Bier dürfte ich ein bisschen mehr, weil da weniger Alkohol drin ist. Also ne, so das Gläschen Wein am Abend wäre in diesem Fall sozusagen das Optimale für den Score zumindest. So, was kam raus? Insgesamt in diesen großen prospektiven Kohortenstudien ein höherer Score. Und da hat man wieder die Drittel miteinander verglichen, oberes Drittel der Punkte gegen das unterste Drittel, verringert das Risiko für Cognitive Impairment, also leichte kognitive Beeinträchtigung oder für Alzheimer um ein Drittel, 33%. Das ist schon mal ganz ordentlich. Wenn man aber das kommt gleich. So, ich mache weiter. Also in dieser Studie ungefähr 33%. Eine weitere, das ist wie heißt sie ausgeschrieben? Heliad-Studie in Griechenland. Da hat man einen anderen Score, damit Sie auch mal wissen, wo ein Problem liegt, dass jede Studie das auch anders macht zum Teil. Ne? Ein anderer Score, da kann man 55 Punkte bekommen. Hier geht es immer um die Häufigkeit des Verzehrs. Punkte gibt es wie eben Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, auch Kartoffeln, Fisch, Olivenöl, negative Punkte, Fleisch, Geflügel, Milch und positive bei Alkohol, wenn ich zwischen 0 und 300 Milliliter pro Tag trinke, also da bin ich wieder bei dem Viertel Liter Wein vielleicht. So, und das über 11 Lebensmittelgruppen und auch da Vergleich höchster gegen niedrigster Score. Hier hat man jetzt die Quartile sich angeguckt. Und hier war das Demenzrisiko, wenn ich mehr mediterrane Ernährung umgesetzt habe, sogar bei 65%. Also nochmal deutlich größer als in der Studie eben. Aber auch hier hat man bei Vitamin C, bei Beta-Carotin, bei den Flavonoiden keinen Effekt gefunden, wenn ich die einzeln betrachte. Und die haben jetzt in die Lebensmittel auch reingeguckt und das ist die Liste. Ne? Dann sind die Odds-Ratios, also das Risiko jetzt vereinfacht ausgedrückt, mit den Konfidenzintervallen, P-Werte. Und Sie sehen, ich kann das auflösen, es gibt genau ein Lebensmittel, wo tatsächlich ein signifikanter Effekt auf Lebensmittelebene zu messen war und das war wieder nur der Fisch. Pro Portion Fisch pro Tag sank das Risiko um 69%. So, ne? Und bei allen anderen habe ich eben ja, breite Bereiche, es geht immer über die 1 drüber, manchmal ist es sogar nur im positiven Bereich, also Risiko erhöhen.
Und das heißt einfach, es ist einfach schwierig, diese Einzeleffekte da rauszufiltern. Das haben die Autoren auch gesagt. Wir müssen uns doch wahrscheinlich eher das gesamte Verzehrsmuster angucken und nicht nach dem super Lebensmittel suchen, also nach dem super Brainfood sozusagen. Und zum Schluss will ich noch quasi auf die Gruppe, zu denen ich auch gehöre, die quasi eine pflanzenbasierte Ernährung eben ja dann etwas konsequenter umsetzen, das heißt Vegetarier und Veganer. Da wissen wir aus den vorliegenden Studien, epidemiologischen Studien, dass wir eine Risikosenkung haben für Übergewicht, für Typ-2-Diabetes, für Bluthochdruck, für die Dyslipoproteinämien, für ischämische Herzkrankheit. Krebs habe ich mal kleiner gemacht, da ist es eine Tendenz, aber doch nur bisher sehr schwach. Insgesamt bei Krebs 16%, 15-16% reduziertes Risiko insgesamt, das ist nicht viel epidemiologisch betrachtet. Aber wie sieht das mit Demenzerkrankungen aus? Gibt es da denn Erkenntnisse? Und leider, ja, es gibt Erkenntnisse, aber es gibt genau zwei Studien. Und die eine ist die Adventist Health Study. Wer sich da so ein bisschen hat, haben Sie den Begriff schon mal gehört? Adventist Health Study, wer hat das schon mal gehört? So ein paar. Es gibt gerade die aktuelle, die heißt eben Adventist Health Study 2, die läuft noch. Die ist schon abgeschlossen, die lief in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, bis knapp in die 90er. Das heißt, die ist auch schon älter, die Auswertung. Erste Teilstudie, 272 Teilnehmer, da hat man Vegetarier und Veganer genommen und denen jeweils einen Hardcore-Fleischesser zugeordnet. Also Heavy Meat Eaters heißt das dann in der Studie, die gematcht sind, das heißt gleiches Geschlecht, gleiches Alter, möglichst gleicher BMI, soziodemografischer Hintergrund, ne? Das ist Matching. Da kam dann raus, die Nicht-Vegetarier hatten ein 2- bis 3-fach höheres Demenzrisiko, inklusive Fischesser. So. Eine zweite Teilstudie mit einer größeren Gruppe, um die 3000, aber jetzt nicht gematcht, sondern nur Vegetarier, eine Gruppe, Nicht-Vegetarier, die andere Gruppe. Da gab es dann keinen Unterschied beim Demenzrisiko. Und die letzte, etwas neuere Studie, aber das ist auch schon fast 20 Jahre her, da hilft Brain Food, wenn einem die Sachen aus der Hand fallen schon. Und hier hat man Oxford Vegetarian Study, 11.000 Teilnehmer. Da hatten die Vegetarier sogar ein erhöhtes Risiko, 2,5-fach höheres Sterblichkeitsrisiko an psychiatrischen, neurologischen Erkrankungen. Allerdings nur 36 Todesfälle von insgesamt über 1.000. Das heißt, die Aussagekraft ist natürlich eingeschränkt. Und dennoch ist das momentan der Befund. Ne? Und man würde jetzt auch fragen, ja gut, was könnten denn Vegetarier und Veganer, wenn wir jetzt diese Lebensmittel und vor allem Nährstoffe uns nochmal angucken, wo könnten die punkten und wo haben sie vielleicht auch eher Schwächen? Und dann sehen wir einmal, bei den Antioxidantien liegen die Vegetarier und Veganer natürlich vorne, weil das eben aus Obst und Gemüse, aus den Vollkornprodukten kommt. Bei Folat liegen sie sehr gut versorgt. Stellen sich gut versorgbar, sekundäre Pflanzenstoffe, also wieder vor allem antioxidativ, habe ich eine gute Versorgung. Also das sollte eigentlich der Demenz und der kognitiven Beeinträchtigung entgegenwirken. Auf der anderen Seite die rote Liste sozusagen, was ist kritisch bei Veganern und Vegetariern? Das ist Vitamin B12, das sind die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, teilweise Zink, teilweise Selen, die ja dann auch antioxidativ über Enzyme wirken können. Ne, kritisch heißt, dass die Zufuhr und die Versorgung oftmals nicht den Empfehlungen entspricht. Ne? Und wir haben bei Vitamin B12 nach wie vor ein Problem, bei Veganern vor allem. Ne, ist alles handelbar, sage ich mal, wenn ich mich darum kümmere, aber momentan müssen wir sagen, okay, das sind eher Punkte, die sozusagen dem anderen wieder diesem Positiven entgegenwirken. Und damit komme ich zum Fazit. Die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gehirngesundheit sind sehr komplex. Ich habe das so ein bisschen skizziert gerade. Sie haben eine Idee, dass das wirklich nicht so einfach ist. Mediterrane Verzehrsmuster, das heißt pflanzenbasierte Verzehrsmuster, wo dann aber meistens der Fisch mit drin ist, verringern das Demenzrisiko. Wahrscheinlich sind diese Antioxidantien, die genannten B-Vitamine, die Omega-3-Fettsäuren, maßgeblich an den Effekten beteiligt. Aber das Verzehrsmuster und vor allem auch das Zusammenwirken der einzelnen Komponenten, über das wissen wir oft gar nichts oder sehr, sehr wenig, dürften wahrscheinlich eine größere Rolle spielen insgesamt, als eben, wenn ich nach einzelnen Lebensmitteln oder einzelnen Inhaltsstoffen gucke.
Und wir brauchen hier viel mehr aussagekräftige Humanstudien. Sie hatten gesehen, ich habe da teilweise gibt es 5 Studien zur mediterranen Ernährung, gibt ein paar ältere, längere, aber es gibt praktisch keine Studien, die sich das bei Vegetariern, bei Veganern angucken. Und wir müssen hier ja einfach weiter forschen, um weitere Aussagen treffen zu können. Die nächste Abbildung zum Schluss finde ich eigentlich immer passt zu jedem meiner Vorträge, wenn es eben Gesundheitswirkung von pflanzenbasierter Ernährung geht und fasst eigentlich die Studienlage immer schön zusammen. If your food can go bad, it's good for you. If your food can't go bad, it's not good for you. Na, und dann brauchen wir auch gar nicht so viele Empfehlungen vielleicht. Sie wissen, was gemeint ist damit. Und in dem Sinne, guten Appetit. Danke.